Herzlich willkommen zu TM Nation Forever. So, ich fange jetzt mal an mit dem Spiel. Hab etwas vorgespielt, weil ich schon mehrere Let's Plays gemacht habe, die aber leider in die Hose gegangen sind. So, jetzt fahre ich erstmal die erste Strecke für euch. Und hoffe, euch gefällt das Spiel und die Strecken und alles, was noch dazu so gibt. Nehme ich mal die Goldmedaille. Und ja, in diesem Spiel kann man jetzt auch online spielen. Was man bei den Vorgängern auch konnte, aber da war das Gameplay nicht so schön. Und hier ist es jetzt so, dass du mit 50 Leuten auf der einen Strecke fahren kannst und du einfach fährst ohne irgendwelche Probleme. Also du kannst niemanden rammen oder so, sondern es sind halt so wie Geisterfahrer. Weil auf so einer kleinen Strecke 50 Leute zu haben, ist schon sehr viel. Also es ist halt so was anderes, dieses Spiel, wie Formel 1 oder Need for Speed oder Grid oder wie auch immer irgendwelche Spiele, weil du halt nicht nur auf einer Strecke fährst, sondern du fährst auch in der Luft und nicht nur auf dem Boden, sondern es geht auch richtig hoch und die Strecken sind nicht so abgeschnitten wie bei Need for Speed oder Grid. Und es ist einfach lustiger zu spielen und es ist halt auch kostenlos. Ihr könnt euch das kostenlos downloaden. Und ja, also Online-Modis sind einfach klasse. Es ruckelt nichts. Du kannst dir eigene Strecken bauen. Das zeige ich euch jetzt erstmal. Hier geht ihr dann auf, wenn ihr im Hauptmenü seid, geht ihr auf Editoren und dann auf neue Strecke. Dann könnt ihr entweder einfach oder erweitert machen. Also den Editor auswählen, einfach oder erweitert. Jetzt nehme ich mal erweitert. Dann nimmt man nachts. Und jetzt gibt es viel, viel mehr Teile. So, ich fange jetzt mal an. Legt die mal ein bisschen hoch. Lass sie mal gerade hochfahren. Und dann einen schönen Looping machen. So. Ja, ja. Man sieht halt hier schön, dass man die Strecken auch in der Luft bauen kann, damit es nicht immer so gleich ist, auf dem Boden zu fahren und pipapo. Und man kann halt auch auf dem Dreck fahren. Dann gibt es hier noch die Kurve, die baue ich auch ein. Hoppala. Entfernen. Ich habe das früher so oft gespielt, das ist unglaublich. Es gab so viele Situationen, wenn man online spielt mit Freunden oder so, dass es einfach so Fun gemacht hat, dass man irgendwie gar nicht aufhören möchte zu spielen. Und es ist einfach lustiger als ein normales Rennspiel, weil du kannst halt normal fahren. Kannst deine eigenen Strecken Abschnitte oder Strecken bauen, so gesagt. Und wirklich in die Höhe bauen. Also du kannst, umso höher das wird, umso mehr Rampen du ganz oben aufbaust, umso schwieriger wird es, wenn du zu schnell fährst, nicht runterzufallen und dann halt auch nicht von vorne zu starten. So. Ich mache das jetzt immer hier schnell so, baue schnell eine schräge Kurve ein. Ich glaube, jetzt geht gerade irgendwie gar nichts mehr.
Ah, jetzt geht's weiter. Genau. Ich mache die Strecke ein bisschen gemein. Sitzt jetzt hoch. Also über die andere Strecke geht die jetzt drüber. Indem ich hier raufklicke und dann sowas erscheint. Noch so eine ganz schräge. Und es macht einfach Spaß, so die eigenen Strecken zu erstellen. Die kannst du auch dann online fahren, indem du halt selbst dann ein Spiel, ein Online-Spiel eröffnest, also so ein Forum so gesagt. Und dann kannst du halt mit Leuten auf der ganzen Welt fahren und auf den eigenen Strecken, und es ist einfach so genial. Also es macht sowas von Spaß, dass man gar nicht mehr aufhören möchte, so Autos zu lackieren. Dann lackieren kann man auch Autos. Dann neue Strecken zu erfinden, die noch niemand kennt und du dann wahrscheinlich die bessere Hand hast als die. Und ja, macht einfach eine Menge Spaß, hier lang zu fahren. Und ja, wir gucken uns gleich mal an, ob die wirklich schwer ist, die Strecke, oder ob das geht. Ich habe auch keine Lust, dass hier irgendwie ich selbst verliere und dann im Game, Online-Gameplay so ein bisschen abkacke. Aber ich glaube, das wird was. Also hier baue ich wieder was hin. So. Genau, die habe ich gesucht, die Teile. Und ja, hier geht's halt schräg hoch oder schräg runter, wie man es will. Und ja, mehr kann man auch nicht dazu sagen. Du kannst halt hier alles noch so einstellen und so, wie du es haben willst. Und ja, es ist, es macht Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, ich baue die jetzt schnell zu Ende und dann fahre ich mal eine Runde, damit ihr seht, wie das so ist, wenn du eine eigene Strecke baust und dann halt durch Ziel rast. So. Fertig. Ihr könnt anfangen, nachdem ihr die Strecke gebaut habt, indem ihr auf die auf das Auto klickt und dann auf Strecke freigeben. So fängt es alles an. Und jetzt fahren wir mal eine Runde. Und hier oben seht ihr die Zeiten, die sind nicht angegeben, bei ihr natürlich die Zeiten vorliegt. Und mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe. Ja, das geht. So. Ihr seht ja, da oben war gerade die Strecke. Ich bin gerade, mich gerade gedreht. Da von vorne starten. Und ja, unter uns ist Wasser. Also ich hoffe mal, dass man es sieht, wenn man durchs Ziel fliegt, dass unten Wasser ist. Und man kann ganz individuell sein. Also man kann die Strecken richtig lang machen. Man kann die Strecken richtig kurz machen. So wie es einem halt gefällt. Ich habe jetzt gesagt, ich mache mir so eine ganz schnelle. Und ja, mal gucken. Oh, ich bin über den Checkpoint gesprungen. Und ja, mal gucken, wie ihr euch, wenn ihr das mal runterladet, wie ihr das findet und so. Und ja, es ist einfach ungeheuer. Also es macht mir unheimlich Spaß, weil es einfach so ein Spiel ist, was man auch mit der Familie zocken kann, weil so ein kleiner Bruder oder zum Beispiel sich auch auf die Reihe bekommt, da mal ein Rennen zu fahren. Ah, da unten sieht man, ich bin gerade ins Wasser gefallen. Und Freigabe teilen, speichern,
Überschreiben, ja. So, das war jetzt meine Strecke. Achso, genau. Das ist halt das Gute. Selbst mein kleiner Bruder kann jetzt spielen. Der ist sogar fast besser als ich. Und ihm macht es Spaß, weil es halt nicht so wie Formel 1 ist oder so, dass du, wenn du jemanden rammst, komplett kaputt gehst. Nein, in diesem Spiel kannst du niemanden rammen. Außer die Bande, also die Strecke. Und das ist halt wirklich gut gemacht, so für die Leute, die vielleicht gerade mal einsteigen mit Rennsport. Und jetzt will ich euch mal erklären, wie man lackiert. Also ihr geht, wenn ihr im Solo-Menü seid, geht ihr auf Editor. Dann geht ihr auf Wagen lackieren. Und dann nehmen wir zum Beispiel Algerien, drücken dann links unten auf Lackieren, nimmt zum Beispiel jetzt die weiße Farbe als komplett weiß, hab dann hier noch so Folien, nämlich gebe ich mal einen blauen Helm, ein bisschen dunkler, und dann könnt ihr ihn hier richtig Volltext mit irgendwelchen Klebebannern. Und ja, also man, ihr könnt halt durch eure eigenen Strecken und Autos designen, was man natürlich nicht kann bei irgendwelchen anderen, außer die Farbe auswählen. Und ja, also für ein kostenloses Spiel, so mit Farbe aussuchen und Sticker rauf, geht natürlich nicht.